Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Diesmal Gilde Nummer 2, Last Match in diesem Rumble gegen Time Flies with Rum. 12 Minuten habe ich jetzt noch Zeit, um dieses Match zu machen. Ja, wie ihr seht, wow, good performance von der Leute, heute war mein erster Schultag. Von der zweiten Gilde. Ziemlich cool, muss ich sagen. Wir haben relativ schwach gestartet, waren zwischendrin, war ich echt mega enttäuscht von der Leistung und dann auf einmal, ja, dann ging es plötzlich bergauf, dann hat sich das Team gefangen und jetzt zum Schluss haben wir da echt ein super Ergebnis hier rausholen können. Jetzt muss ich mal überlegen, das haben wir hier 49, 59, 65, einer fehlt! What the fuck? Komm, machen wir den hier und dann sauge ich dem die Lebensenergie raus. Vernichten. So. Warum saugst du ihm die Lebensenergie aus? Du hast das Hijack. Ja, genau. Ja, dann ja, Lebensenergie. Natürlich, in dem Moment, wo er hier sein Ding hat, sein Craze, ja. Ja, das ist aber nicht wild. Ja, du musst mal drauf achten. Wenn du Hijack hast und der hat Craze, dann zieht er danach nochmal bei dem Leben runter. Echt? Ist ja, natürlich. Das ist dir noch nie aufgefallen, siehst du mal. Also in dem Moment, wo einer hier Craze hat und dann und zwar so viel Craze wie der hier, dann benutzt Hijack dagegen. Das tut richtig, richtig weh. So, Roger. Für euch oder für den Gegner? Beim Gegner, genau. So, dann haben wir hier, zumal sonst hast du eigentlich keine Chance mehr gegen die Karte. Also wenn die erstmal in Fahrt gekommen ist, ist Feierabend, da machst du nichts mehr dagegen. Das Match kannst du dann eigentlich schon sonst gleich wegschenken. So, jo, da haben wir Poplar, Jingle, Fry. Ja, Mann. Fünf Kombos haben wir jetzt auch schon gespielt. Juhu. Er ist echt eine gute Leistung gegen Time Flies with Rum. Ich kann mich noch dran erinnern, es gab mal eine Zeit, da hat auch Gilde 1 noch, das ist aber schon ziemlich lange her, hat sogar Gilde 1 noch dagegen verloren gegen Time Flies with Rum. Time Flies with Rum ist auch eine ziemlich alte Gilde, sage ich mal, ja, und kann mich auch dran erinnern, als wir die das erste Mal besiegt haben und jetzt inzwischen ist sogar Gilde 2 schon stark genug, um gegen so eine Mannschaft anzutreten. Ja, das heißt ja auch sofort und gleich Juju 2, nicht Time Flies with the Rum 2. Unsere tote Gilde macht erst mit Gilden platt. Macht was? Erste Gildenplatte. Ach so, ja. Ja, das ist aber nicht nur bei uns so, das gibt's ja auch bei anderen. Na, also, ob es jetzt die Those Germans 2 sind oder ob es ja, auch das deutsche Team, auch die German Bulls zum Beispiel, ist glaube ich das deutsche Team Teil 3. Die sind auch ziemlich effektiv. Das deutsche Team Teil 3. Ja, drittes deutsches Team. Das deutsche Team Teil 3. Ja, also, ich will jetzt da natürlich Leute, keine Fremdwerbung machen, aber. Leute, zum Beispiel eine Trilogie, zum Beispiel. Also, es gibt einmal den deutsches Team Teil 1. deutsches Team Teil 1, genau. Dann deutsches Team Teil 2. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit über das deutsche Team reden. Nein, wir reden über sofort und gleich Team Teil 2. So, also, weiter geht's. 8 Minuten für 6 Matches ist ziemlich einfach. Bei dir vielleicht. Ja. So. Von dir gleich nicht. Jervis Tetsch. Und es geht weiter. Leute, die Leute, die in Bayern und so wohnen, ne? Die haben halt irgendwie unseren ersten Schultag wieder gehabt, ne? Wie war's bei euch? Der erste Schultag. Nee, gleich sag gar nicht. Ja, gehe ich noch zur Schule? Nee. Ist das eine Frage, die du mir gestellt hast, oder was? Nein, aber. Wieso soll ich darauf eine Antwort geben? Nee, du kannst ja noch irgendwas dazu sagen. Was soll ich denn dazu sagen zu eurem ersten Schultag? Juhu! Er geht wieder in die Schule.
Ja, wir sind alle. Lolle. Gott. Die 6 Wochen sind rum, ja! Leute, deswegen kommt es von mir auch kein Daily Upload mehr. Sondern wahrscheinlich nur alle 2 Tage ein Video. Ne? Fortnite? 18, 13. Fällt er gleich? Ja, das hängt nicht an mir. So, Tina, arcturianisches Kung Fu. Oh, schlimme Tina. Oh, arcturianisches Kung Fu. Schlimme Tina. Ja, natürlich. Ich hab halt voll übersteuert. Schlimme Tina ist geil. I love the bad Tina. Echt? Jo. 53 Angriff und 35 Leben. War grad. Die Karte war oben. Okay. Ja, Text nicht, oder? Hab ich jetzt nicht 53 und 35, was haben die miteinander? Oh, die eine Zahl kann man austauschen. Hä, was für eine... Dafür geht er sofort in die Schule. Was? Jawohl. Wofür? Um sowas festzustellen. Herr Gleich ist ja wieder witzig, oder? Ja. Schreibt mal Herr Gleich ist unlustig in die Kommentare. Okay. Ich gebe allen, die das schreiben, ein Herz. Ich gebe allen, die es nicht schreiben, ein Herz. Geht gar nicht. Doch. Ein virtuelles geistiges Herz. So, ja. Ja, jetzt muss er überlegen. Jetzt denkt er nach. Nee, Leute, wenn ihr das schreibt, da habt, seid ihr auch auf YouTube. Also seid ihr ganz oben gerankt. Genau. Toll. Toll. So seid ihr alle in meinem Herzen. So. Ja, Shinza. Jo, Shinza Betzungan. Betzungan. Leute, ihr müsst jetzt mal, ihr müsst einfach mal jetzt mal die 700 Abos vormachen, oder? Das wäre schön. Würden wir uns natürlich riesig drüber freuen. Ja, es kommt einer, es geht einer, es kommen 2, es gehen 3, es kommt einer, gehen 4, kommen 3. Es ist irgendwie, kommen wir im Moment nicht so frisch vom Fleck weg, aber wir haben es fast geschafft. Wir sind ja kurz davor. Danach werden wir mit YouTube aufhören, Spaß. Nein, ich sag sowas nicht, danach kriegen wir, sind alle Abonnenten weg. Ja, so, genau. Nein! Passiert dann. Oder aber es gibt welche, die sagen, geil, endlich kommen wir abonnieren. Endlich sind wir die los. Boah. Ah. Schnell, Abos, komm, abonnieren. Komm, ich mach noch einen dritten Account hier, abonnieren. Ja, genau. Damit die bei 700 aufhören. Da habe ich irgendwie meine Ruhe, muss ich mir den ganzen Mist hier nicht angucken. Muss so. Man ja sich nicht. Kann man sich aber geben. So. Außer wenn du dabei bist. USA Matt. Gell? Leute, das sind immer diese Fragen, die er an sich selber stellt. Leute. Das ist immer diese, also heute oder gleich hat ja der Lee Shop gemacht, wie immer, zurzeit. Und ich habe mir das jetzt mal angeguckt, gestern genauso, seitdem er das alleine macht, und habe festgestellt, dass er gesagt hat, ja, der Herr Sofort hat ja in Season 2, der Black Knight. Was hat das jetzt hier in Animation Throwdown zu tun? Das hat damit gar nichts zu tun, weil wir haben gerade darüber gesprochen, warum sie sich das geben sollen. Das ist ganz, ganz witzig, Leute. Also er gleich gesagt, der Schwarze Ritter war in Season 2 der Level 100er Skin. Was gar nicht stimmen kann, weil in Season 2 gab es nur 70. Woher soll ich denn das wissen? Da habe ich noch nicht mitgemacht. Doch, hast du. Was? Ja, natürlich. Du spielst halt... Ich habe doch noch nicht in Season 2 mitgemacht. Dann halt nicht. Auf jeden Fall gab es nicht 100 Level, sondern 70. Ich habe da drunter geschrieben, lol, roffen. Schön. Juhu. Ich war ganz stolz auf mich, dass ich gedacht habe, dass ich das weiß, ja, und wieder kommt dann dieser komische, unqualifizierte Kommentar des Herrn Sofort. Naja, also Just Kuan, auch nochmal mit der 100 besiegt. Jetzt gucken wir mal rein. Time flies with Rom, baby, you are smashed. Smashed. 3 Minuten noch, so, ganz rein. Also, bei denen haben gekämpft 34. Ich glaube, das war eigentlich immer schon deren Problem, die Aktivität. Und bei uns haben gekämpft, müssen wir gleich mal schauen hier. Oh, 45. Leute, ich bin so happy, wir haben uns gefangen. So,
James, 940, congrats, 3 Fuchs, 3 Fuchs, 3 Fuchs, 939, Zardos, 935, Manu Baja, 933, Wiel Hasknecht, 932, Snorz, 931, Andreno, 928, Simal, 925, Kenberger, 924, Hergleich, 2, 918, oh, das sind schon die Punkte, okay. Aha. Veni 909, Alexander 901, Jesse 899, Lord Universe 896, Schmobi 883, Ililililil 878, Georgios 876, Wovan 866, Homer J 847, Marunga 841, Marlover 500 818, Rita Lein 797, Mark V 776, Quarkmüller 770, X-Strike 754 Stewie, 748 Badass Charlene, Slim G, Ruffy, Dan, Teman oder Dan, The Man, Albertus, Knuckster, Player, Torelli, Place to Tear, Eisen, Zwerg, John, Ricardo, Raulito, Bobob, Nüsse 2, Robert, Chas, Suarez, Max Max und Paddler. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir und dem Herrn sofort. Leute, die Glocke! Ciao!